Tja, Freunde, da geht man durch den Wald und was findet man? Bob, der Baumeister, war schon hier. Ich wollte eigentlich was kochen, aber ich zeige euch das erstmal. Achtung! Bob, der Baumeister, war hier. Ja. Benzin drüber und dann singen wir "And it burns, burns, burns. The ring of fire." Naja. Manometer. Tja, dann gehen wir weiter. Übrigens, was ihr da hinten hört, das ist jetzt kein Witz. Das kommt von da hinten irgendwo her. Das sind Waldarbeiter. Hartz IV Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, hat man mir gesagt. Kein Quatsch. Die sind mit dem Laubsauger oder mit dem Laubgebläse auf Waldwegen unterwegs. Ja. Gehen wir mal weiter. Ich habe nämlich noch was gesehen. Achtung! Was haben wir denn hier? Da war schon wieder Bob, der Baumeister, oder? Interessant. Interessant. Naja. Gehen wir mal weiter. Wollten wir noch so finden. Ich gehe noch mal an mein altes Camp. Hier ist jetzt so der Anfang von meinem Wald. Aber echt interessant, was man hier so findet, ne? Weil das stand nämlich vor ein paar Wochen, oder was heißt vor ein paar Wochen? Das stand im Sommer noch nicht da. Gehen wir mal weiter. So, jetzt sind wir auf einem der Waldwege. Mal gerade gucken, da drüben was entdeckt. Hier, eine Mauer mitten im Wald. Warum auch immer. Ist das für Frösche oder was? Da. Eine Tüte. Ja, keine Ahnung. Das waren keine Waldfreunde. So, hier haben wir ein kleines Bachbett. Was man da sehen kann, ist jetzt ein bisschen. Also, Wasser gibt es hier genug. Die Quelle, die ist hier circa einen Kilometer weiter oben. Hier ist nichts, also Wasser haben wir hier genug. Jetzt muss ich hier noch drüber kommen. Na, weiter geht's. Oh, Matschepampe. Oh, Matschepampe. Scheiße. Matschepampe. Cool. Herr Brehm, wie schauen Sie denn aus? Oh. Naja, gut. Da gehört es rein, ansonsten nirgendwo. So, jetzt konzentrieren wir uns auf das, was wir vorher schon vorhatten. Kochen. Was gibt's heute? Psst. Das Stiefkind vom richtigen Fleisch. Ein Tofu-Schnitzel. Also dann, bis gleich.